Hallo, meine Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast. Und mit dem Riesenmysterium, und Torben regt sich auf ohne Ende, dass ich ihm nicht verrate, was ich hier überhaupt mache. Ich bin so geil. Garantiert ist am Ende die ganze Bude abgefackelt. Da kann ich jetzt schon garantieren. Oh nein, bitte nicht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Denkst du? Lüg doch nicht! Oh, ist Kohle. Hallo Kohle. Just take me to serenity. Alter, ich schau mir gerade die Serie Firefly an und ohne Witz, das ist die krasseste Serie ever. Und ich habe schon wieder geschafft, hier fast meine Spitzhacke zu schrotten. Ja, wie viele Blöcke ich auch immer abbauen muss hier. Das wie viele Blöcke ich hier auch immer abbauen muss? Mama! Zack, so. Hör auf, dich zu beschweren, sonst bin ich böse. Okay. Sonst wird der lieber Onkel böse. Oh, jetzt ist es raus, du bist mein Onkel. Scheiße. Wir wollten doch Familienbeziehungen außen vor lassen. Ja. Torben, alles deine Schuld. Nein, deine. Du hast es verraten. Mein Jüngchen, solche Rückschläge müssen sein. Oh, ich habe schon wieder was Helles gefunden. Joa, wie viele Kristalle gibt's hier eigentlich? Ja, das sieht mal geil. Da mach ich mal einen Screenshot von. Krass konkret, Mann. Au, Stromschlag. Wieso? Achso, deswegen. Ja. Oh, das ist geil. Screenshot, yeah. Zack, zack. Und dunkel ist es. Also ich sag euch, Torben wird von außen noch nichts bemerken. Und dann so, wenn er hier drin steht, so what the fuck denken. Mhm, wahrscheinlich, wenn ich drinstehe, falle ich erstmal so bis zum Grundgestein runter. Ja klar, ihr kennt mich ja. Ich mache immer solche Fallen mit Grundgestein und alles. Das finde ich so geil. Wusste ich doch. Einfach Style und Geld. Nein, ich habe keinen Platz im Inventar. Das kann ich hier wegwerfen. Komm, ein Pfeil, den brauche ich nicht. So. Stimmt, Pfeile brauche ich insgesamt zurzeit nicht. Wieso habe ich überhaupt welche im Inventar? Wieso habe ich Erde im Inventar? Das braucht doch kein Schwein. Doch, du. Stimmt. So, und nächste Spitzhacke ist jetzt schon wieder hier am Start. Am Start. Oh, ja. Am Start. Bam, bam. Oh, ich liebe diese Musik. Gut, dass ich die gefunden. Apropos Musik. Oh, ist da jemand professionell gewesen und hat den vergessen? Professioneller als du. Ihr seht, wir lieben uns. Oh ja, von ganz tief. Dass der Tod uns scheidet. Oder bis eine da bringt. Oder bis ich dich umbringe, ja. Nein, ich. Richtig. Ist halt Onkelliebe, Familienliebe und so. Oh. Die Alter, ich habe Regal in Regal gelegt. Wie episch. Nochmal ein Stone dabei. Wieso? Ich habe ein Regal in ein Regal gelegt. Ich war episch. Regalception. Oh, ich habe die Dings nicht gestartet. Die Aufnahme. Nein, die schon. So unprofessionell bin ich nicht, sondern die zu stoppen. Nicht so wie du. Zack. So. Habe ich hier immer noch Kohle und ich bin. Wo bin ich denn hier eigentlich? Also in der Richtung ist unser Haus und hier bin ich. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Sehen. Hey, wie komme ich? X, genau. X-Ray? Nee, X-Map. Also mit X kann man ja auf die Map dazu. Echt? Achso, stimmt, Größe, vergrößern. Mhm. Und ich höre schon wieder ganz, ganz liebe Zombies. Und ah, ich. Ah, lieb! Nein, das ist kein Dia, oder? Nein, fuck,
kannst keinen sammeln. Was ist das? Vorsicht, gleich mal Tom. Diamanten! Naja, ist nur Monazit-Ohr. Oh. Monazit-Ohr! Oh, ich hab hier ja ganz viel Eisen übersehen. Mann, sag mir das doch. Nö. Zack. Oh, sogar richtig viel Eisen. Ein Augenschmaus, ein Augenschmaus. Sehr toll. Augenschmaus oder Augenraus? Nee, Gaumenschmaus oder Gaumenraus ist es ja immer. Ich kenne das Zitat zwar, aber ich weiß gerade nicht woher. Das ist doch immer diese eine Fuzzi da. Ja, ja, schon, aber. Gaumenschmaus oder Gaumengraus? Das ist doch. Ah, Mist, wie heißt er? Eine Kochshow? Ja, ja. Der kocht dann immer Internetrezepte. Oh, okay. Kennen tue ich ihn jetzt nicht. Glaube ich zumindest. Und ich glaube, ich habe da einen Gang gefunden. Und ich weiß, ich sammle keine Cobblestones mehr ein, weil mein Inventar voll ist. Oh mein Gott, ich habe eine Schlucht gefunden. Markieren auf der Map. Ja. Einmal ranpissen. Als der epischste Tag, den es gibt. Okay. B. Schlucht. Sogar mit 4 Ausrufezeichen. Und rot. Yeah. Dann. Okay. Ach da. Schlucht. 5 Ausrufezeichen. Oh. Okay. Zack. Und mir dröhnen schon wieder von allen Seiten die Zombies. Dröhnung. Ich Zinn. Ist das Zinn? Ist das Zinn? Zinn, 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 Zinn. Au. Zinn, 14. Das ist Zinn, oder? Ja, wir haben Zinn gefunden, oder ich? Ich. So, mit 16 haben... Ja, deine Zuschauer machen ja mit. Ja, stimmt. Also, wir. Wir. Oh, genau. Meine Freunde, wir. Oh, ich und meine imaginären Freunde, gell? Genau. Und mit diesem komischen Add-on, was nicht funktioniert, was Real Life heißt. Oh, scheiße. Und also auf sowas gehen kann, das nennt sich YouTube, gell? Und da so ganz viele komische Videos von verrückten Typen, die diese komischen Sachen wie fette Beasts spielen und sowas. Das ist mir voll unverständlich, wie man sowas spielen kann, ey. Ja, echt so. Und wie man dann auch noch so welchen Spaß dann zuhören kann. So. Ja, besonders wie man dann auch solchen Spaß dabei haben kann, dem zuzuschauen, so. Und dann auch noch und dann auch den Finger bewegen, um Klicks zu hinterlassen. Oh ja. Aber ich muss echt sagen, das erste Let's Play, was ich geguckt habe, war von Gronkh, die Minecraft-Folge, Folge 1. Und stimmt, hab ich auch geschaut. Das war mein erstes Let's Play, was ich so geguckt habe auf YouTube. Und ich muss sagen, damals habe ich Let's Plays eigentlich sinnlos gefunden, muss ich ehrlich sagen. Also weil, ich habe sie geil gefunden. Ich weiß nicht, Gronkh ist der Inbegriff für geile Let's Plays. Zumindest am Anfang gewesen, jetzt mag ich ihn irgendwie nicht mehr so. Ich weiß nicht, zurzeit schaue ich einfach viel mehr Pete's Meat. Sorry für alle, für die mich jetzt killen wollen. Killt mich gerne, wenn ihr mich findet. Holt mich doch. Oder besprecht's mit meinem Anwalt. Hast du einen Anwalt? Nein. Ach so. Das heißt mit mir. Wie viel Schmerzensgeld ihr mir zahlen wollt? Ja, gibt's hier viel, aber da brauche ich ein Jetpack, um hier überall rumjetten zu können. Eben Jetpack, das ist auch wichtig. Ja. Yes! Oh mein Gott, sind da viele Monster. Hier kreuzen sich gerade 2 Schluchten. Den Ort musst du erst recht markieren. Witzfisch. Einmal wieder hier an die Wand pinkeln. Schlucht. Was, du pinkelst an die Wand? So, ja, Revier markieren. Kleiner Pisser, du? Gelb, dann hier so richtig knallige Peppy-Farben. Oh mein Gott, Peppy. Ich glaube nicht, dass ich... wieso hab ich das mal gesagt? Glaubst du nicht, dass du? Nee, egal. Ja. Man spricht in ganzen Sätzen. Ja, hab gelernt nicht. Hab gelernt das. Nicht. Ich hab schon wieder Tim gefunden. Punkt.
Zack. Man sollte nichts verschreien, oder wie, was hast du jetzt gelernt? Ich habe gelernt, dass Minecraft cool ist und FTB ist besser. Oh, wenn das jetzt geht, ich lache mir so einen Arsch ab. Alter! Mann, was machst du? Nice! Das... Sag mir wenigstens einen Hinweis. Brauchst du irgendwelche coolen Sachen? Ja. Brauchst du eine Falle? Nein. Gut. Mehr Hinweise gebe ich dir aber nicht. Okay. Schade. Boah, ich bin diesmal super vorbereitet hier auf die Runde. Und du bist super gespannt. Das finde ich das Geilste. Mhm. So, aber ich denke mal... Du gehst jetzt wieder zurück. Genau, du bist... Ich bin aber noch nicht fertig. Wir haben fast unter unserem Haus haben wir die Höhle. Echt? Ja, 131 Meter entfernt. Krass. Und mich kitzelt gerade auf der Nase die Sonne. Die Sonne. Ja, das lenkt ab gerade. Ja, bei mir ist keine... Bei mir sehe ich zumindest die Sonne nicht mehr. Also, bei mir scheint sie voll ins Zimmer rein. Ja, nee, wir haben die Sonne... Warte mal, Norden ist nie... Also, ist da nie... ich bin zwar auf der Südseite, aber es ist schon so spät, dass es schon weg ist. Ja, und bei mir muss man dazu sagen, ich bin in einem relativ hohen Haus. Nein, es ist kein Hochhaus. In der Bodenseeregion gibt es keine Hochhäuser. Ja. Oh mein Gott, ihr wisst die Region, in der wir wohnen. Oh nein, 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 wir müssen umziehen. Jetzt sofort nach Australien oder Afrika. Ja. In Afrika kenne ich... Zieh einfach dahin, wo du hinziehst. Ha! Nee, aber scheiße, ich geh jetzt dann hier auf eine weiterführende Schule. Mhm. Scheiße. Was machst du jetzt eigentlich nach dem... Erzähl doch mal. Weiterführende Schule. Gummi. Was für eine... was für eine sagen wir jetzt nicht. Sonst wisst ihr noch genau, wo wir wohnen. Genau. Aber das möchten wir einen Wohlgemüse. Ich wollte mal sagen, wir sind eine Großstadt mit schnellem Internet. Oh ja. So viel kann ich schon mal sagen. Mit dem schnellsten Netz Deutschlands. Nein. Doch. Scheiße. Nein, doch. Scheiße. Scheiß Großstadt. So. Ja, hier in der Bodenseeregion gibt es nicht so schnelles Internet. Ja, doch, gibt es eigentlich schon, aber es ist nicht so weit verbreitet. Leider. Ja. Naja. Und auf jeden Fall, wenn ich dann umgezogen bin, bla bla, dann gibt es auch neue Let's Plays, also mehr. Mehr auf jeden Fall. Gibt's auch mal Livestreams. Klappt im Moment noch nicht so lagfrei. Doch, eigentlich ziemlich gut. Ja. Echt? Also. Doch schon. Ja, ich bin Perfektionist, also. Ja. Er ist blöd. Perfektionist. Blöd. Dann. Ist beides das gleiche. So, ich grab mich gerade, wen's interessiert. Nein. Doch, ich grab mich gerade, wen's interessiert, zurück zu unserem Haus. Du gräbst dich. Ja. Damit das wir dann. Schade, du willst unseren Berg hochgraben und dann am besten noch unter Maserator und dann noch die Maserator weggraben und zwar mit einer Schaufel dann am besten, dass er dann auf jeden Fall weg ist. Ja, ja, das ist mein Plan. Schön, dass du das erkannt hast. Du bist ein Arschloch. Nein. Hey, aber das hat jetzt nicht meine Gefühle verletzt. Shit, ich habe kein einziges Redstone gefunden. Ja, da haben wir ja noch ein paar. Wenigstens 37 Tin, das sind mehr als ein Stack Tin. Das ist schon mal sehr gut. Da können wir da schon mal ein bisschen... Oh Gott, das helle, leuchtende, weiße Zeug ist ja komisch. Dann können wir dann... Das helle, weiße, leuchtende Zeugs. Mhm. Ich weiß, auf was du anspielen willst. Ah, wow. So, dann denke ich, grabe ich... Also ich glaube, beim Graben brauchst du noch ein bisschen, oder? Ne, ich bin 82 Meter von dir entfernt. Scheiße. Und ich habe Eisen gefunden. Also eins, was sicher ist, ich werde nicht mehr rechtzeitig damit fertig. Okay, dann gehe ich halt noch mal kurz ein bisschen weiter runter und suche mal ein bisschen Redstone. Ja, aber gerne.
Aber schlechte. Ah, ich werf mal Cobblestone weg, das braucht sowieso kein Schwein. Nämlich mein Inventar ist jetzt komplett voll. So. Nein! Komm. Einmal. So. Man down. Ich sag nur Cisco Voice Chat. Das war so geil. Are you fucking killing me? Besonders Torben wollte es die ganze Zeit selbst nicht machen, aber ich muss es machen. Aha. Weißt du, ich hab meine Fuzzis, die mir das machen. Du hast. Case ja, wer ist der Babbo? Ich bin der Babbo. Ich hab. Boah, wir haben 4 Stacks Eisen auf jeden Fall. Wir haben über einen Stack Tin. Wir haben über einen Stack Copper, über einen Stack Alu und Cinnabar. Oh, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier nochmal Kohle gefunden. Und ich gehe dann jetzt ein bisschen weiter runter. Damit ich vielleicht noch ein bisschen Redstone finde. Und ich vielleicht noch fertig werde. Genau. Und das Let's Play künstlich in die Länge ziehen. Nein, ja. Wir ziehen es nicht in die Länge. Ich will nur fertig werden, bevor Torben nach Hause kommt. Okay. Mein süßer Putzi. Ah, was planst du? Es tut mir bestimmt dich zu töten. Ja, das wird klar. Sicherlich ist, ja. dann plötzlich vor unserem Meteorite der TNT und du kommst durch die Tür rein. Boom. Genau, wahrscheinlich noch unter der Druckplatte, wo man die Tür öffnet mit. Eben, das meinte ich ja damit. Achso, okay. Oh. Damn. Damn it. Meteorite down. Sanitäter, wir brauchen hier einen Sanitäter. Wiederbelebung. Der Meserator braucht einen Schaden. Nein, nein! Wow. Scheiße. Der Electric Meserator braucht eine Wiederbelebungsmaßnahme. Ich glaube, ich weiß, was du brauchst. Diese kleinen Dinger da, die auf einen schießen. Die wir ja, im Single. Die erst recht. Die ich in der ersten Welt gebaut habe. Oh, ja. Geil. Ja. Moment, wie gehen die überhaupt? Also scheiße, jetzt habe ich verraten, dass ich sie nicht baue. Jetzt hast du es gerade. Aber ich baue sie. Ich weiß nicht, wie sie gehen, aber ich baue sie. Okay. Ach ja, nein. That's not enough. Ey, Tipps. Zack, 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 zack. Komm, Erde, geh weg. Apropos, diese kleinen Türme sind vom Portal Mode. Ah ja, stimmt, genau. Das sind diese, falls jemand das Spiel Portal nennt, das will ich vielleicht noch mit jemandem Koop Let's Play. Koop. Was? Koop, Koop, Koop. Ja, Koop. Koop, Mini Cooper. Ja. Ich weiß nicht, wieso das nicht geht, verdammt nochmal. Wieso geht das nicht? Und ich habe gleich schon meine zweite Axt geschrottet. Ich frage mich, wie ich das hinbekomme. Und es sind schon wieder 15 Minuten vorbei. Oh mein Gott! Dann wird es heute eine längere Folge. Okay. Nein! Verdammt. Yes. Alter, weck dich doch, du Scheißer. Ich cap's nicht. Du cap's nicht. Caps lock. So, und die dritte Spitzhacke am Start hier. Alter, muss ich jetzt bei jedem so bauen, dass ich es da hinkrieg? Boah, ich habe wieder Saphir gefunden, grün sogar. Du hast grün, oder? Nee, du hast rot. Ich verwende immer grün, eigentlich. Ah ja, okay, gut. Dann habe ich was für dich gefunden. Ui. Bringst du mir was mit von der Reise? Ja, du. Danke. Ich habe schon 2 Air-Shards, Fire-Shards und Earth-Shards. Okay, Stevie ist wieder im Background bei mir. Ich rupp einfach hier irgendwie alles raus, weil ich keinen Plan habe, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und so. Er hat einfach keinen Plan. Ja, einfach mal alles mitruppen. Mitnehmen. Boah, so viel Kohle, wie ich gefunden habe, das ist nicht mehr feierlich.
Doch, ist es. Sogar sehr feierlich. Und ich. Welches Level bist du? 15. 22, Bitch. Oh yeah. Endlich habe ich ihn auch mal überholt. Wahrscheinlich sterbe ich gleich wieder. Was ja wieder klar wird. Klar sein wird. Wäre. Ja, meine ich ja. Und ich höre Lava. Lava, Lava, Lava. Wie gesagt, du stirbst gleich. Ja, ich bin fast da reingefallen. So. Wir mal hier weiträumig einen kleinen Gang drunter machen und ich habe Eisen gefunden. Aha. Hä, leckt unser Server irgendwie gerade? Ne, bei mir nicht. Oh, 13, wir sind hier sogar auf Lava-Level, auf Lava-Level, klar. Auf Diamond-Level. So. Vielleicht haben wir ja Glück. Zack, 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 so. Aber es ist nur eine kleine Lava-Dings hier. Mist! Lava-Lagune. What's up? Wir haben kein Glas mehr, oder? I don't know it. Ich war schon seit einer Folge nicht mehr da. Nö, wir haben kein Glas mehr. Okay. Dafür aber genug Sand und ein Electric Furnace. Okay. Und ich werde dann, wenn ich endlich mal wieder oben angekommen bin, wenn ich endlich... Ja, oh mein Gott. Erstmal langsam zurück. Ich war hier schon mal. Shit. Shit, ich habe hier die andere Seite gefunden, wo ich schon mal war. Ist ja geil. Also wie gesagt, du kannst jetzt wieder zurückkommen. Es würde noch zu lange dauern jetzt, dass wir zurückbleiben. Ja. Wir können auch wieder einfach einen Cut machen, dann wird es halt eine dreiteilige Überraschung. Wie mies. Ja, okay, ja, machen wir einen Cut. Gut, dann hoffen wir... Boah Gott, so viel Lapis. Dann hoffen wir Lapis. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne eine positive Bewertung da lassen. Und wenn ihr mehr von uns haben wollt, Link in der Videobeschreibung von jeweils anderen Kanal und vielleicht ein Abo an beide Kanäle. Wäre geil. Ja, vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Okay, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Bye, bye.